Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stardew Valley. Ja, wir sind dummerweise eingeschlafen. Und haben jetzt auch die ganzen Sachen natürlich in der Mine. Ich denke mal, als erstes laufen wir zu unserem Dingsbums hier, zu unserem Gemeindehaus. Gucken, was wir da loswerden können von den Sachen, die wir hier haben. Gut, das Eisen hätte ich zu Hause lassen können. Hier haben wir nichts, Handwerker haben wir auch nichts, Herbst haben wir im Augenblick auch nichts, Sommer haben wir auch nichts, Qualität haben wir auch nichts. Nö, hier haben wir nichts. Dann war das tatsächlich das untere hier. Genau. Weil das brauchen wir. Jetzt fehlt uns noch die Schneesüßkartoffel und der Krokus. Und die werden wir dann wahrscheinlich im Winter selber finden. So, was ich aber noch gucken möchte, ist jetzt, ob wir da im Bereich der Mine oder in diesem, ja, hier an dem Board was finden. Was wir noch loswerden können. Der Koch. Nee, da ist nichts. Futter. Brauchen wir die Äpfel. Verzauberer haben wir auch nichts. Feldforschung. Haben wir auch nichts. Färbemittel. Das haben wir alles schon. Da ist auch nichts. Dann gucken wir hier nochmal, aber ich meine, da ist auch nichts mehr. Die waren ja schon fertig. Genau, da fehlte nur noch der Feuerquarz. Gut. Da war die Ausbeute also dann doch nicht so doll. Ich hatte eigentlich ein bisschen mehr erhofft. Oder hatte mir mehr erhofft. Nein, hier will ich nicht hin. Ich will zum Schmied. »25 kostet das und ich habe nur 24. Och, Menno.
Sagen wir, es kann so alles im Herz verkauft. Das war jetzt anders geplant. Egal, aber wir können die Geode aufbrechen. Oder die Geoden, besser gesagt. Ja. Das ist schon mal nicht schlecht, weil das können wir definitiv hier im Museum loswerden. Dieser, was ist das? Arenit. Gut. Okay. Nein, hier kommen wir doch nicht durch. Dann gehen wir jetzt noch mal hoch zur Mine, tauschen da unsere Gegenstände aus, denn heute will ich nicht in die Mine gehen. Aber ich möchte die Sachen, die wir jetzt hier über haben, sofern man hier überhaupt irgendwas über hat, die möchte ich verkaufen. Und zwar an das Häuschen neben der Mine. Ich glaube, um 11 Uhr machen die auf, von daher sollte das passen, oder? Oder um 12, selbst das würde reichen. Aber wir müssen ja erst noch hochlaufen und das dauert ja alles ein bisschen. Das auf jeden Fall weg. Das auf jeden Fall holen. Wo sind da die Blümchen? Da. Nein. Das. So. Also, das Schwert macht einen Schaden von 8 bis 18 in Geschwindigkeit plus 2 und 1 Verteidigung. Das macht 15 bis 24 Schaden. Das ist viel mehr. 2 Geschwindigkeit. Genauso wie das andere und 3 Gewicht, also nicht unbedingt Verteidigung mehr. Vielleicht besser so gucken. So, der Ring erhöht den Radius zur Aufnahme von Gegenständen. Ist der gleiche wie der hier. Dann sehen wir zu, dass wir die beiden verkaufen können. Kann man noch irgendwas mitnehmen hier? Ja, Mann. Nö. Erstmal wegbringen. Ab 14 Uhr erst. Oh. Okay. Dann bringen wir das nach Hause, gießen kurz unsere Blümchen und sehen zu, dass wir dann schnell wieder herkommen. Den Pilz können wir jetzt nicht mitnehmen. So, das. Erstmal hierher, weil wir brauchen ja ein bisschen Platz. Hier unten ist auch gerade was fertig geworden, nämlich Eichen, Harz, Auberginen, Honig. Hier ist noch nichts fertig.
Ja, auch nicht. Das und das kann da rein. Die Aubergine da. Wer weiß, wofür wir das alles noch gebrauchen können. Gut, dann wollen wir mal gießen. Gut, dann haben wir schon mal unsere Blumen wieder gegossen. Es ist 16 Uhr, dann sollten wir uns jetzt echt beeilen. Und die Sachen, die wir da haben, was war das? Das. Gucken, ob wir das da oben vielleicht loswerden können. Schleuder hatte ich gesagt, behalte ich mal, obwohl ich nicht weiß, was ich damit soll, aber ja, schauen wir mal. Ja, habe ich dich heute schon gestreichelt, Dicker? Nein, hatte ich noch nicht. Gut. Ein gewöhnlicher Pilz, warum nicht? So, das können wir verkaufen, das können wir verkaufen und das können wir verkaufen. Das hat doch schon mal ein bisschen was gebracht. Jetzt haben wir 15 bis 24, das ist das, was wir haben. Ja, das ist natürlich interessant. Aber am interessantesten, denke ich mal, ist das hier. 22 bis 29. Verteidigung, das hat viel Gewicht und der Holzhammer hat auch viel Gewicht. Gut. Dann können wir die restlichen Sachen, die wir da haben, einsammeln und können das, was wir jetzt nicht brauchen, verkaufen. Wir können zum Beispiel Holz, Stein mitnehmen und die Auberginen ist
Nein, die doch nicht. Das Ding wollte ich haben. Die Wildpflaume. Weil die ist Silber und Silber verkaufen, hatten wir gesagt, verkaufen wir. Rezepte zum Kochen haben wir bisher sehr wenig. Sachen brauchen wir alle nicht mehr fürs Gemeindehaus, also können wir im Grunde, naja, dieser verfeinerte Quarz, den brauchen wir, glaube ich, später für irgendwas anderes noch. Das heißt, den werden wir behalten. Und Stein und Holz sowieso. So, das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Und den Rest sortieren wir hier ein. Das kommt hier rein, genau. So, und. Das. Und wir nehmen Eisen und Kohle und brennen diesen einen Eisenbahn, den wir jetzt machen können. Und die Kohle da wieder rein. Gut, was ist jetzt hier mit unserem... Irgendwie kommt die nicht so richtig in der Gänge, ne? Kann das sein? Ich sehe da noch nichts. Wie viel... Das ist voll. Wie viele Tage braucht die denn? Hm. Da ist noch nichts. Die kann man nicht schütteln. Ja, fällt nichts runter. Wofür diese Ruine ist, das ist mir echt ein Rätsel. Da wird doch bestimmt... Was ist das für ein Geräusch? Ist das das hier? Ah, mein Eisenbahn ist fertig. Gut, den nehmen wir rein. Und wegpacken. Haben wir jetzt mehr als Kupfer. Auch nicht schlecht. 544. Gut. Aber damit sind wir wieder am Ende einer Folge angekommen. Das will ich natürlich jetzt erstmal gucken hier, was das gebracht hat. Der Aquamarin 180 und der Amethyst 100. Die Wildpflaume mit Silber immerhin 100, das sind 380. Jo, kann man sehen lassen. Ja, schön, dass ihr da wart. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann. Tschüss.